Servus und hallo, Identity hier vom FearWithSkill.com. Ihr seid im Begriff quasi die nächste Episode von The Art of Ranked zu sehen. Diesmal in Deutsch. Ich habe vermisst, auf Deutsch zu reden, denn wie ihr wisst, das Kommentieren ist ein bisschen schwierig. Dementsprechend fangen wir einfach mit der Muttersprache an und steigern uns nachher quasi in den Wahnsinn in Englisch hinein. Ich entschuldige mich im Voraus für die Anglizismen, die ich verwende. Es ist gar nicht so einfach. Man ist mittlerweile zu gewohnt, Englisch zu sprechen, weil ich momentan auch auf der Arbeit viel spreche, mit der Frau viel spreche und dementsprechend schwierig ist. Das folgende Spiel ist ziemlich cool. Ich habe begegne oben mit Shen auf dem Darius auf der Top-Lane, welcher mir ganz schön unter Druck setzt. Ich hatte diese Begegnung noch nicht so weit und habe ein bisschen problematischen Start gehabt. Bis zum Mitspiel haben wir erheblich Probleme als Team und seid gespannt darauf, ob wir das Ganze noch drehen können zum Schluss. Definitiv aufregendes Game, mir ging es runter und drüber, heiß und kalt ist mir geworden. Bin aber ganz zufrieden mit dem Spielverlauf, nicht unbedingt, weil es verloren oder gewonnen worden ist, sondern wie das Spiel sich entwickelt hat, das lief ganz gut. Wir haben die richtige Entscheidung als Team getroffen, ab einem bestimmten Punkt und dementsprechend fühlte es sich gut an, das Spiel. Grundsätzlich, Entschuldigung, dass es so spät gedauert hat, bis die nächste Art of Ranked Episode fertig geworden ist. Wir haben viel mit Videoproduktion gearbeitet, mit Videoschnittprogrammen. Dementsprechend solltet ihr auf jeden Fall subscriben, um halt auch die nächsten erfolgreichen Videos zu sehen. Allerdings vermisse ich das Kommentieren ein bisschen. Ich denke, das ist eine Menge Spaß, die man da machen kann. Genieße das selber quasi beim Spielen zu haben. Also warum sollte man das nicht einfach mitnehmen? Ist quasi so ein bisschen Comedy-like. Man übt ja das Ganze quasi. Also genießt das folgende Spiel und ja, kommentieren und subscriben nicht vergessen. Identity raus. So, wir spielen Shen gegen Top Lane Darius. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Ich werde definitiv ein Schild brauchen. Jawohl, um schön die Mana-Regeneration zu haben. Wir haben auf jeden Fall eine Eve im Gegnerteam, was sich als schwierig herausstellen könnte. Sie ist genervt worden durch den letzten Patch. Dementsprechend hoffe ich, dass sie einfach nicht mehr ganz so stark ist. Entschuldigung, mein Freund schaut gerade an. Hier muss man mal direkt zu antworten. So, also, es ist die komplette Ladder ist resettet worden. Wir spielen quasi uns wieder hoch. Wir müssen natürlich erstmal die Promo-Matches absolvieren. Mal gucken, wie das funktioniert. Wie das funktionieren wird. Ich bin natürlich total zuversichtlich und guter Dinge. Allerdings gibt es auch mal die Gefahr, dass es in die Hose geht. Ich höre gerade, dass auch andere Spieler das Problem haben. Zwei Diamond-Spieler, die wohl auch öfter streamen, sind in Gold gelandet. Was total lustig ist. Das ist natürlich sehr schade für die. Sehr guter Engage hier unten schon passiert. Wir haben First Blood verloren. First Blood ist an LeBlanc gegangen. Das wird wehtun. Ich hatte auch schon in der Champion Select, als die Champions ausgewählt werden sollten, hatte ich gesagt, dass vielleicht Fizz nicht unbedingt der beste Charakter ist, um gegen LeBlanc zu spielen. Allerdings scheint es tatsächlich so, dass Fizz ein Jungler ist. Was ich total gut finde und ich auf jeden Fall irgendwann noch mal trainieren muss. Denn ich glaube, das kann unter Umständen sehr stark sein. Ich hingegen muss mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass ich jetzt oben den lieben Darius habe gegen mich. Der auch schon im Busch herumlungert. Mich bestimmt ärgern möchte. Er hat gleiche Startadresse wie ich. Konzentration liegt natürlich aufs Last Hitten, so viel wie möglich, so schnell wie möglich, so tanky wie möglich zu werden und den guten Mann weh zu tun. Ich habe nicht wirklich einen Masterplan noch gegen Darius jetzt in petto. Mal gucken, wie das Spiel sich entwickeln wird. Grundsätzlich allerdings werde ich voraussichtlich nicht auf den Flammenhochmann gehen, einfach aus dem Grunde, weil er, finde ich, sehr stark genervt worden ist. Quasi um die Hälfte des Schadens von 40 auf 25 ist verringert worden, das ist erheblich. Ich denke, mein Schild, ich habe mich entschieden dafür, den Schild zuerst zu skillen, einfach aus dem Grunde, weil ich diesen doofen Bleed von Darius dadurch hoffentlich abfangen kann ein bisschen.
Allerdings, wie ihr seht, kommt das trotzdem durch. Und bisher verliere ich ein bisschen an Boden ihm gegenüber, durch sein Bluten. Er drückt mich quasi jetzt an den Tower, was nicht unbedingt das Schlechteste für mich ist. Ich werde die Situation so gut wie möglich ausnutzen. Und weiterhin farmen, farmen, farmen. Fizz ist hier halbtot angekommen. Ich weiß nicht genau, was der gute Mann möchte. Oh, ich habe ein Schild gedoppelt gespielt. Na gut. Das war nicht ganz absichtlich. Ja, macht mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß, dass Darius erheblich viel Damage-Output hat. Versuchen wir einfach mal so gut wie möglich zu helfen. Er will momentan was, aber er beschränkt sich momentan halt komplett darauf, mir Blutung zuzufügen und mich auf lange Sicht gesehen damit unterzuhauen. Ist eine vernünftige Taktik, die er da macht. Das war ein bisschen zu spät. Und ich habe hier erheblichen Damage hinzugefügt bekommen. Darius hat Ignite ready. Da muss ich aufpassen, dass er mir das nicht gleich um die Ohren haut. Wenn ich dann doof aus der Wäsche gucke und sterbe. Auch wenn First Ball weg ist. Ich will auf keinen Fall jetzt die Lane so früh verlieren. Dementsprechend muss ich ein bisschen abwarten, bis er seine Skills raushaut, dass ich gefahrlos quasi reingehen kann. Vermurkse mir natürlich ein bisschen die Last Hits durchs, indem ich versuche, ja, mein Leben ein bisschen aufzufüllen. Und die Lane zu Stanafer zu haben. Darius ist momentan nicht zugegen. Ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob er sich in den zurückgezogen hat, zurückgeportet hat. Oder aber im Busch noch wartet. Ich bin allerdings mit meinem HP relativ wieder weit oben. Dementsprechend brauche ich mir jetzt nicht ganz so viel Sorgen zu machen. Ah, die Last Hits, furchtbar. Das muss besser laufen. Sonst wird das nichts mit Platin hier. Wir haben bereits ein Disconnect. Das ist ein bisschen verzwickt. Natürlich nicht so schön. Ich erwarte, dass das große Geschrei gleich bereits losgeht. Und da ist er schon. Gegen Riad gerichtet allerdings, was nicht ganz so schlimm ist, denn in diesem Falle... solange man sich nicht gegenseitig flamet und beschimpft, ist die Moral wenigstens noch nicht ganz weit unten. Ja, ich bin jetzt momentan in... Oh, das war natürlich fies. Ah, hätte ich da noch ein bisschen Mana gehabt, wäre das wahrscheinlich sogar darauf hinausgelaufen, dass ich ihm hätte mehr wehtun können. Jetzt allerdings werde ich zurückporten müssen. Ah, wobei... Gucken wir mal. Ich würde vermutlich vielleicht von hinten kommen wollen. Schauen wir mal, wie sie es handhabt. Wenn ich sie rechtzeitig sehe, kann ich dann noch was machen. Achte jetzt nicht so weniger auf Last Hits als vielmehr... Okay, sie ist in der Mitte, das heißt, ich habe jetzt Zeit genug, mich ein bisschen hochzudecken. Was ich natürlich am dicksten Mob machen möchte. So, aber ich bin relativ schnell wieder weit oben. Werfe auch weiterhin meinen Q auf ihn, wenn ich die Gelegenheit kriege. Hab geschafft, seinen fiesen ranziehen, fiesen Damage Spell, OE Damage Spell zu avoiden. Nein, möchte ich nicht. So, es scheint noch einigermaßen ausgeglichen zu sein. Mal gucken, wie wir das in Zukunft gestalten wollen. Auch da wieder erfolgreich sein. Mana ist jetzt allerdings relativ weit unten. Dementsprechend sollte ich eine Möglichkeit haben, ein bisschen aktiver in der Lane zu sein. Das vermuck sich mir nach wie vor. Aber das ist okay, solange wie ich überlebe und meine XP kriege. Mana bei ihm ist halt, wie gesagt, sehr niedrig. Wird nicht ganz so viel machen können gerade.
Und bin einigermaßen guten Dinge. So, Hey, Talon ist wieder zurück. Fizz hat natürlich dadurch nicht ganz so schön gehabt. In der Midlane wollte er bestimmt nicht spielen. Ich bin mir sicher, dass er auch noch weiter hier im Busch ist. Das hat er natürlich geschickt gemacht, wird mich allerdings nicht umbringen können, einfach weil er den Schaden jetzt momentan nicht hat. Gibt mir also die Chance, ihn weiter zu harassen und in der Lane zu bleiben. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Mana er im Endeffekt braucht für Ultimate, aber ich bin sicher, dass seine Combo mehr als 70 Mana braucht. Ignite von ihm ist raus, ohne mich dabei umbringen zu können. Ich warde zur Sicherheit nach hinten weg. Wenn ich ihn jetzt in den Taunt kriege, direkt am Tower, ist er tot. Allerdings war er auch schon wieder relativ gut. Ha, nein. Natürlich durch die Blutung kann er mich nicht wirklich unter dem Tower engagieren, weil er sofort Tower Aggro hat. Ich habe nach wie vor die Möglichkeit, hier ein bisschen zu farmen. Seine Health ist allerdings wesentlich höher als meine. Ich weiß nicht, ob er... wo ist mein Stuhl? Wieso ist mein Stuhl so wackelig? Ob er Runen dabei hat, man weiß es nicht. Ich muss allerdings höllisch vorsichtig sein. Und wieder gibt er mir den Blutung. Das ist so nervig, meine Güte. Ich komme natürlich auf keinen grünen Zweig gerade. Wow. Da war jede Chance vergeblich. Ich hätte auch vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen auf die Map. Das habe ich nicht kommen sehen, die gute LeBlanc. Die viel Schaden macht, wie man sieht. Erstes Item wird definitiv Warmog sein. Ich möchte die Regen haben. Ich brauche die Schuhe. Grundsätzlich nehme ich auch noch meine Heiltränke mit. Hab keine Wards in diesem Falle dabei, einfach aus dem Grunde, weil er mich so hart am Pushen ist, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Ah, die hätte eigentlich sterben müssen, die Eve. Die war low. Da hätte er direkt zuschlagen müssen. Hat er leider nicht geschafft. Also ich denke, ich werde einfach mit Warmogs gehen, dann mit einer bestimmten Anzahl an Internet. Wird nicht gebraucht. Das war natürlich ganz schlecht von Talon, einfach reinzulaufen in die Traps. Da hätte auch mein Ulti nichts mehr gebracht. Fizz hätte sehen sollen, dass dort Wards stehen, war auch nicht ganz so glücklich. Ah, das wird zu spät für mich. Da hätte ich Jotkis nutzen müssen. Talon ist... Entschuldigung, das war... der Darius ist relativ stark. Der macht das auch sehr geschickt, wie er mich momentan mit den... mit der Blutung halt eben die ganze Zeit nervt. Das macht er sehr geschickt. Macht er gut, kein Kommentar dazu. Talon scheint momentan auch durch die Disconnect ziemlich Probleme zu haben. Das Spiel momentan sieht nicht gut aus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie wir das noch am geschicktesten ändern können. Fizz ist von seinem Item her auch relativ weit hinten, hat zwei Tode auf dem Kasten und noch keinen Kill. Was natürlich Fizz selbst ganz schön schwierig ist, weil Fizz ist nicht unbedingt der stärkste Farmer. Dementsprechend ist das momentan ein bisschen sehr unglücklich alles. So, auf F2 habe ich meinen guten Eddie Carry, da muss ich ein Auge drauf haben, das muss in Zukunft einfach schneller gehen. Und gerade bin ich mit Darius hinten, 73 zu 42, das ist sehr schlecht. Press on.
Pah, ist das ein Schaden, den er da macht. Und ich glaube, Daidos werde ich auch mal spielen müssen. Ich denke, es ist an der Zeit, um Hilfe zu rufen, bevor ich dann bei den Daidos weiter feede. Faktisch gesehen kann ich momentan nichts gegen ihn ausrichten. Und Eve ist auch noch im Spiel. Boah, dieser Damage. There is no dispute. Und da war der Fehler, den er gemacht hat. Das war natürlich total ungünstig für mich. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die Eve, Celebionk und die Eve vielleicht beide gleich gekommen wären. Die Eve macht mir eigentlich nicht ganz so viel Sorgen gerade. Blenden wir mal auf vorsichtigen Wort, damit wir sie kommen sehen können. So I go. Greed kills, wie immer. Ich werde jetzt also auch diese Auszeit nutzen, um schnell zurück zu porten. Ich werde die Lane auch nicht mehr weiter pushen. Auch wenn ich versuchen könnte, potenziell ihm in einen Tower zu pushen, um die XP einfach zu denyen, aber das werde ich in diesem Falle nicht tun. Ich hole mir meine Schuhe, die mir ein bisschen mit... Ich weiß gar nicht, ob das magische Blutung ist oder der Schaden oder halt eben physischer. Auf jeden Fall werden die Schuhe mir ein bisschen helfen gegen... Das war ein relativ sinnloser Port. Ich wusste nicht genau, ob die Leblanc da versucht, noch weiter zu engagen. Hat sie aber abgebrochen. Scheint ein vernünftiger Spieler zu sein. Und er tut es schon wieder. Er wird das auch vermutlich die ganze Zeit machen. Mich hier stressen und nerven. Er scheint ein Hybrid-Beat zu bauen. Und gib mir die Stacks. Ich habe das Gefühl, allerdings durch den Kill an ihm bin ich ein bisschen zurückgekommen. Muss halt mein Schild weiter aufbauen und gucken, dass er, wenn er mich, wenn er die Blutung kriege von ihm, dass ich dann Und mit solchen Aktionen kann ich ihn natürlich auch recht gut weiter pushen und unterpushen. Also Fizz sollte den Tod kriegen ohne Probleme, jawohl, das ist auch passiert, sehr gut. Daidos war so weit vorne und hat einfach den Fehler gemacht, dass er jetzt zu offensichtlich an die ganze Sache rangegangen ist. Sich so sicher war, dass er mich im Kasten hat. Das ist natürlich immer die Nummer 1 quasi Gefahr, die man hat, wenn man vorne liegt. Muss man ganz gewaltig aufpassen. Ich kann mein Team leider nicht unterstützen, weil ich mein Ultimate nicht geskillt habe. Bin allerdings glücklich, dass ich in die Lane ein bisschen zurückgefunden habe. Vielleicht ein bisschen mit Farm auch holen, nachholen. Es steht 71 zu 111. Damit habe ich die Lücke ein bisschen geschlossen. Ist natürlich weit davon entfernt, ideal zu sein. Und wie gesagt, ich skille jetzt einfach den Schild hoch, um gegen seine Attacken ein bisschen besser gefallen zu sein. Und porte back. Daidos ist nicht rechtzeitig in der Lane, um quasi die XP mitzubekommen.
Ah, hat nur einen Kühlvorrat, gut. Das ist kein großer Manko. Ich habe meinen immer noch nicht ready. Oh. Gib mir meinen. Gut, in diesem Falle füllen wir einfach nur unsere Pots auf. Laufen wieder nach oben. Ulti ist in 12 Sekunden, das heißt, ich sollte ja schon mal ein Auge drauf haben, wo wir potenziell engagen können. Allerdings ist diese Situation ganz schlecht. Wir haben überhaupt keine Sicht. Hier schon, steht schon wieder ein Ward. Das war sehr knapp. Das wäre definitiv ein Kill geworden. Also ich denke, so ein Invade sollten wir auch nicht machen. Ich verstehe auch nicht, warum Talon da immer noch quasi rumlungert. Das bringt nichts. Wird gleich an den Zauber gezogen werden. Und der Flash ging unten los, sehr gut. Ja, also ich schimpfe mir ein bisschen mit meinen Teamkollegen, dass die quasi sich da so rumgedruckst haben. Das war völlig sinnlos, da war überhaupt nichts zu holen. Ich muss eigentlich mir auch an die eigene Nase fassen, dass ich da überhaupt noch zugegen war und überhaupt noch reingeportet bin, um den Thresh zu retten. Das war völlig sinnfrei. Ich hatte gehofft, dass vielleicht Lucian von hinten wieder aufholt und noch ein bisschen der Schaden auf die Jinx macht, um den Carrier auszunehmen. Allerdings muss ich leider die Feststellung momentan machen, dass unser ADC nicht wirklich viel Schaden macht. Lass uns gucken, was hat er für Stats. 1-1, gut. Von den Stats her ist es nicht offensichtlich, dass er schlecht spielt. Allerdings scheinen wir tatsächlich da, weiß nicht, vielleicht mit Talon ein bisschen im Nachteil zu sein. Ist schwierig abzuschätzen. Gucken wir einfach mal, wenn die Teamfights losgehen, wie dann der Fokus sein wird. Dragon müssten wir eigentlich protecten. Ich kann leider nicht unterstützen, das ist das Hau oben weg. Und dann hat der Darius halt noch einen weiteren Vorteil. Also versuchen wir einfach nochmal zu farmen und gucken, dass wir im Talon. Unterm Tal zu kämpfen ist nicht die beste Option, die er hat. Nächstes Item wird definitiv, werde ich auf jeden Fall brauchen, Magieresistenz zu haben. Talon, der Darius ist am Recken wie ein Weltmeister. Das ist ziemlich nervig. Und einen Towerhead kriegt er ab. Last Hit tut er momentan auch nicht so wirklich. Yep, ich habe die Hoffnung, dass Talon kommt. Allerdings mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass er Talon vielleicht vom Darius schneller umgehauen wird, als er ihm Schaden machen kann. Darius hat auf jeden Fall Wards stehen, das heißt, er wusste, dass sie von unten hochkommen werden. Ja, ich denke jetzt, dass wir eine gute Möglichkeit haben. Das Ulti muss sitzen. Tat es leider nicht. Jetzt natürlich stecke ich in der Klemme. So, das war mehr als knapp. Oder auch nicht, denn da finde ich ziemlich off. Ja, das sieht leider überhaupt nicht gut aus. Ich sehe leider viel zu viele Spiele. Ah, oh, sehr schön. Das war gut gemacht. Wiederum, das habe ich gar nicht so kommen gesehen, so erwartet. So, jetzt gucken wir uns nochmal genau an, was der für einen Schaden macht. Basic Attack, das Bluten ist Magieschaden. Ich werde definitiv mir als nächstes Item Magieresistenz hochbauen. Auch um den schönen Heal zu haben. Und zwar das Spirit Visage. Ich denke, das wird es mir jetzt bringen. Und brauche danach allerdings auch Armor.
Mein Team scheint nicht wirklich interessiert daran zu sein, dass wir gerade den zweiten Tower eingedrückt bekommen. Es scheint viel wichtiger zu finden, jetzt irgendwelche Kills abzustauben, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, denn in dem Spiel, wie wir alle mittlerweile wissen, geht es um Objekte und nicht um Kills. So, habe ich genug? Ich habe genug, um mir die Megatron Clock zu holen. Ist ein bisschen safer, ist natürlich jetzt ein bisschen alles sehr spät, denn ich habe keine Lane wirklich mehr. Darius engagen werde ich im One-on-One wahrscheinlich nicht mehr. Nichtsdestotrotz wird das mir im Teamfight helfen. Das ist natürlich wieder so ein Moment, wo Darius komplett overextended hat. Das habe ich auch nicht verstanden, warum er da nochmal reingeht. Ich bin gerade auf dem Tank drauf, was nicht die beste Option ist. Genau so hatte ich das geplant. Ich hatte ja auch gehofft, dass ich früher meinen Taunt hoch habe, dass ich quasi dann direkt den Schaden Jinx festhalten kann. Der Flash war natürlich ein bisschen sehr optimistisch über ihre Fallen hinweg. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, dass wir irgendwo, wenn die Möglichkeit besteht, Kills zu holen, dass wir sie auch einnehmen. Hier steht ein Ward. Fizz sollte sich da nicht mehr rumtreiben. Ich werde definitiv mein Trinket jetzt austauschen gegen das Ward Detection. Denn wie ihr sehen könnt, tut der Blitzcrank, wie er es auch tun sollte, wardet, um halt die Möglichkeiten zu haben, die Hooks einfach zu haben. Mein Teammember scheint das nicht wirklich zu sehen und zu gucken, deswegen warne ich sie nochmal: Hey Jungs, da steht ein Ward, lungert da nicht rum. Darius oben hat seine Verfolgung abgebaut, hat die Lane ein bisschen angepusht und ist dann zurückgeportet. Oben, unten allerdings muss die Lane jetzt wieder gepusht werden. Das sollten wir jetzt auch relativ schnell machen, damit die Jungs keinen weiteren großen Druck auf uns ausüben können. Und alles da, seit was geht. 55 Sekunden bis mein Ultimate wieder hoch ist. Teleport ist ab. Das heißt, ich kann mein Team relativ schnell wieder unterstützen. Sollten sie tatsächlich darauf anlegen, die Mitte zu pushen. Wird in dieser Hinsicht allerdings einfach runterlaufen. Kann sein, dass Eve mir entgegenkommt. Allerdings sollte Eve nicht wirklich das Problem sein. Die sind gerade auf dem Weg zum Dragon. Das müssen wir verhindern. Einen ausschalten, wenn es geht, sollten wir definitiv zu sehen, dass wir es schaffen. Haupttarget ist allerdings die Jinx. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob wir im Flow drin sind, dass wir quasi wirklich engagieren können. LeBlanc ist ebenso am Lauern. Ich denke, da macht es durchaus Sinn, sich nochmal zurückzuziehen. Und jetzt, wenn sie zum Dragon gehen, müssen wir da einen Engage machen. Einer. Oh, das war nicht ganz so gelungen. Allerdings hat Shen den Tag gerettet. Wir haben überall Wards drin stehen.
So, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich bin schon relativ tanky. Das sah nicht ganz so schlecht aus gerade. Da geht also noch was. Ah, das war zu spät. Entschuldigung. Da konnte ich nicht mehr reagieren rechtzeitig. Will jetzt natürlich so schnell wie möglich mein nächstes Item hochhaben. Das heißt, ich muss gucken, dass ich möglichst zügig irgendwo am Fahren bin. Das war jetzt natürlich ein schöner Engagement-Bund, grundsätzlich der Push, den sie gemacht haben. Sie haben, sich drängen geholt, das heißt, sie sind noch vorne. Ich habe zwei Drecken mittlerweile in dem Spiel. Das heißt, die Jungs sind noch vorne. Allerdings sind wir quasi mit solchen Aktionen am Aufholen, was wie immer die Gefahr ist, wenn man vorne liegt, dass man dazu neigt, dann vielleicht auch ein bisschen untervorsichtig zu spielen, wie man so schön sagt. Na, Last müssen wir dann doch nochmal üben. Mein Team leider auch gerade viel zu weit am Overextenden. Grundsätzlich, wenn ihr es schaffen könnt, dann jemanden ein gegnerisches Team zu acen, wenn ihr hinten liegt und einen Tower einnehmen könnt, reicht das auch. Dann nehmt euch diesen Tower und sagt genug für heute, genug Leid verursacht. Nächstes Item ready, holen wir uns das Ganze. Oh, ich brauche irgendwie Attack Speed, glaube ich auch. Ich brauche alles. So, Magieresistenz bin ich mir auch gerade am Aufbauen. Das wird definitiv gegen LeBlanc helfen, nicht gegen Jinx. Und habe eigentlich die Hoffnung, das ist auch wieder so eine Situation. Dadurch, dass sie die ganze Zeit gepusht haben, ist es auch häufig sein, denn er könnte jetzt potenziell. Ja, das wird nichts mehr. Also, wir hatten geschafft, die zu acen. Sind dann quasi, haben overextended, sind dementsprechend in die Gegner reingelaufen, konnten zwei von uns finishen und dann den Gegenpush starten, was natürlich da unten, was natürlich sehr schade ist, denn wir haben uns den neu gewonnenen Vorteil durch den Teamfight dann quasi wieder verloren. Jetzt wird auch wieder nachgerückt, ohne Sinn und Verstand. Das muss einfach nicht sein, an dieser Stelle muss ich einfach mal das Video anprangern, denn solche Fehler muss man einfach vermeiden. Ich habe auch keine andere Möglichkeit, als jetzt zurückzuporten und versuchen, irgendeinerweise mein Team zu schützen. Oder halt eben ein Ultimate zu nutzen. Das hat leider nicht mehr gereicht. Wir fokussieren auch gerade den falschen Hero. Allerdings war Darius gefährlich, weil er auf Lucian drauf wollte. Deswegen musste ich ihn umhauen. War nicht ganz so schlecht, glaube ich. Der Gadget sind wir wieder ein bisschen reingekommen. Jetzt sollten die Jungs allerdings don't push farm. Now. So, Fizz spielt zum ersten Mal Fizz wohl und hat sich dazu entschieden, einfach mal Fizz in einem Ranked-Spiel zu spielen, weil Fizz ist ja kein Problem. Verärgert mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, das muss einfach nicht sein. Also man muss nicht einen Charakter nicht perfekt spielen können, aber zumindest zumindest lernen, was er kann und was er nicht kann, sollte man vorher. Ich sehe das anders. Also Fizz spielt nicht gut. Ich habe leider keine. Oh, das war. Das allerdings war okay. Allerdings hätte der Finish müssen. Tot war er anyway. Das war leider ein bisschen verschwendet. Talon ist oben wieder ein bisschen am Overextenden. Die Jungs waren allerdings. Grundsätzlich waren die unten. Dementsprechend kann das auch. Nicht. Oh, jetzt bin ich tot. Ja.
Ich rede zu viel und dann passiert sowas. Mich ärgert einfach, mich ärgern bestimmte Stadtzüge. Ich verstehe nicht, warum Talon oben rumläuft, wenn die konsequent die Mitte einpushen. Warum Fizz irgendwo bei denen versucht, den Jungle zu klären, den gegnerischen Buff. Natürlich sollte man, wenn man kann, sollte man natürlich den gegnerischen Buffs abholen, um das gegnerische Team zu schwächen. Allerdings komplett keine Vision. Also wir wissen, dass Blitzcrank permanent, ja, er hat ja recht, du das mit dem Schiff. Dass er quasi permanent am, wie heißt es so schön, am Warden ist und dann muss man einfach nicht in den gegnerischen Seite laufen, das bringt's einfach nicht. Das kann es nicht bringen. Kann nichts Gutes bei rumkommen. Leider auch keine Homeguards. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier noch rechtzeitig. Das war einigermaßen gelungen. Wir haben allerdings einen teuren Preis bezahlt, indem wir nämlich den Dings verloren haben. Wir sollten jetzt angehen, dass wir den Dragon vielleicht schnell machen, bevor die es können. Und dann wird gegen eine Livelong reingesprungen, die schon bewiesen hat mit ihrem Gameplay, dass sie gut spielt. Das ist natürlich besonders ärgerlich. Ich denke, dass wir den Dragon noch machen können, wenn Lucian jetzt dazukommt, was relativ wichtig ist. Ein bisschen sehr spät alles. Das muss schneller gehen. Der Dragon ist wichtiger als ein paar Creeps auf der Lane. Dragon ist allerdings unser. 40, 52. Ich habe Leblanc gesehen. Wo ist sie? Wo ist sie? Weggeportet, okay. So, ich porte mich dann direkt brav in die Base zurück. Da müssen wir nicht weiter riskieren. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Wir müssen jetzt einfach warten, bis wir so ein bisschen. Ich denke, dass ich. Ja, ich weiß es nicht. Soll ich. Ich werde in diesem Umfall dann doch nochmal den Flammenhochmann kaufen. Wie gesagt, er ist total abgeschwächt worden, allerdings gerade mit Shens Passiv. Und der Voraussetzung, dass ich Armor wirklich brauche, haben wir vielleicht eine gute Möglichkeit. Ich fürchte, Darius ist tot. So, das lief doch einigermaßen gut. Auch das war sehr gut. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, wirklich konsequent zu pushen. Das sieht gut aus. Wir nehmen zu, wir kriegen, wir hauen um, was wir umhauen können. Eigentlich sollten wir ihm jetzt nicht zu viel folgen, sondern uns darauf beschränken, so schnell wie möglich die Midlane zu nehmen. Das heißt, wir gehen rein, so schnell es geht. Lasst die Creep stehen, Jungs. Wir haben kompletten Ace. Ah, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich denke, wir haben noch 13 Sekunden jetzt. Bis Darius ankommt. Das heißt, wir sollten möglich sein, den Nexus so schnell wie möglich umzuhauen. Haut alles drauf, was wir haben. Das sieht gut aus, super. War ein sehr enges Game. Ich denke, da liefen einige Sachen noch relativ schief. Ich bin mir sicher, dass wir da noch einiges verbessern können. Ich hätte zum Beispiel in der Laning-Phase gegen Darius wesentlich verstärkt darauf achten sollen, dass ich mein. Oh, ich mach mal die Kamera ein bisschen höher, damit ihr mich seht. Ein bisschen mehr darauf achten sollen, dass ich den Schild eher hochgeskillt habe. Ich denke, dann hätte mich nicht ganz unter Druck gesetzt und einfach nur darauf geachtet, ihn nicht unter Druck zu setzen, sondern einfach nur, wenn er mich engaged, dann den Schild sofort anzumachen, damit ich quasi von der Blutung nicht ganz so leide und er quasi diesen Lane-Vorteil hat. Und dann hätte ich mir, denke ich, einfach mit Q von der Gefühl her hätte das wahrscheinlich gereicht, weiterhin Last hitten und einfach seinen Damage, seinen Schaden quasi negieren, indem ich mir den Schild nutze. Nichtsdestotrotz, erstes Spiel überlebt. Sieg, das ist ja schon mal was Gutes. Lasst uns sehen, wie die nächsten Spiele jetzt verlaufen werden. Ihr dürft gespannt sein. Ich wünsche euch alles Gute und bin raus. Oh! Ihr müsst subscriben.
Denn ich plane auch in Zukunft mehr deutsche Commentary zu machen. Ich denke, da fehlt es noch ein bisschen. Und natürlich auch, ich mache die Werbung halt im Spiel, dass Leute halt doch bitte subscriben sollen. Wir haben super Sachen geplant. Wir haben bereits angefangen mit einer tollen Post-Production von den Videos. Das wird noch mehr werden in Zukunft. Wir müssen auch so ein bisschen, noch ein bisschen den Weg finden, wie wir das am geschicktesten machen wollen. Allerdings kann man da, denke ich, mehr als gespannt sein. Jetzt bin ich allerdings raus.